stand für euch der Abriss-Thema zur Debatte? Ja. Wir haben auch ein paar Easter Eggs von Bruderdreieck eingepackt. Die sind richtig schwer. Wir haben mehrere. Also man muss öfters fahren, es gibt Easter Eggs. Muss man ja, von, ja wenn man die alle herausfindet. Das war jetzt eine Herausforderung an unsere Zuschauer. Ja, aber da müsst ihr, glaube ich, sehr oft fahren. Dear guests, only today you have the unique opportunity to explore Groom Lake Air Force Base by our remote-controlled supply boats. Further information can be obtained from the administration. Please register early. The Groom Lake Air Force Base. We love to entertain you. Dear guests, General Robert Marshall, head of Groom Lake Air Force Base, welcomes you.
Ringe heim. Wir dürfen gar nicht mehr zusammenarbeiten, um zu den Aliens erfahren. Das wird nicht mehr. Initiate evacuation mode. Wenn wir ohne so viel Energie fahren, ist das ein Großteil der Sektion bereits eingestürzt ist. Unsere lichtirischen Kollegen versuchen nun alles, um sie mal rein, wie das Kontersystem der Minen zu manipulieren. Sir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier steht jetzt alles unter Wasser. Der Weg zur Zug ist hier, Mann! Thematisierung, alles wieder läuft, viele neue und alte Effekte sind wieder da aus alten Zeiten und neuen Zeiten und ich kann euch nur empfehlen, Area 51, Top Secret im Moviepark. Bis dann, ciao. So, liebe Freunde, wir stehen jetzt hier mit Imascore, dem kompletten Team. Nicht den kompletten, fast, ja, noch ein bisschen mehr. Nicht den kompletten, auf jeden Fall den kompletten sechs Leute, die heute hier sind. Ja, genau. Sabah vermisse ich ein bisschen. Ja, leider nicht. Ja. Wie lange habt ihr an dem Projekt hier gearbeitet? Also eigentlich schon seit letztem Jahr ging das schon los mit den Planungen vom Moviepark, der eben schon direkt gesagt hat, das ist unsere nächste Baustelle, die wir angehen wollen. Und da wir eben auch jetzt mit Patrick mit Media-Content dabei waren, hatten wir auch mehr als nur Musik zu tun und deswegen war das schon ein längerer Prozess. Gleichzeitig natürlich auch immer wieder andere Projekte, die da reingrätschen und deswegen kann man eigentlich nie sagen, so, dass man am Stück an einem Projekt arbeitet. Es gibt immer wieder mal ein paar Pausen, in denen eben auch vor Ort im Park erstmal gebaut werden muss, bis wir dann wiederkommen sollen. Aber so insgesamt tatsächlich seit letztem Jahr. Letzten Jahr. Ein ganzes Jahr lang Produktion. Wie aufwendig habt ihr die betrieben? Wie viele Minuten habt ihr produziert hierfür? Es sind von der Musik rund 40 Minuten, die wir produziert haben, in mehreren Zonen. Gerade außen ist natürlich am längsten, weil die Leute hier lange stehen im Sommer wahrscheinlich. Und dann in so eine wirklich kürzere Musikschleife. Aber insgesamt haben wir in 10 Zonen und draußen sind es
drei, beziehungsweise vier Zonen. Insgesamt haben wir hier eine Masse, 60 Media-Files. Davon reden wir nicht nur Videodateien, Musikdateien, jede Funksprüche, jede Announcements, die man hier hört. Das ist ja einerseits eine Computerstimme, aber auch Original-Funksprüche. Da haben wir uns auch an den Original Boomlag Air Force Base, die es ja wirklich gibt in Nevada. Und da hört man zum Beispiel einzelne Funksprüche, die funken sich mit Maverick oder diese originalen Flugzeuge an. Und diese haben wir original auch genommen und einsprechen lassen. Also das ist schon sehr medial, sehr aufwendig gewesen und Riesenprojekt tatsächlich. Auch wenn die schon bestand, die Attraktion. Wir, die alle hier sind, haben auch wirklich an dem Projekt hier beteiligt. Richtig, also wir gehen wirklich mit den Leuten hin, die dann beteiligt waren, die das auch sehen wollen. Und vielleicht war es auch nicht aufwendig, zum Beispiel der Florian hat auch selbst für die Pre-Shows diese musikalische Untermalung, die man hier in dem Video sieht, das ist nicht irgendwie extra komponiert. Der Jascha, der zum Beispiel, was hat der Jascha gemacht? Area auch. Hier in der Area mitgearbeitet. Area Sound, der Sebastian fand ich genial, der hat live mit einer Snare wirklich die Musik hier eingespielt. Also wir haben echte Marschströme genommen, dass es nicht ganz so synthetisch klingt, sondern auch ein bisschen den Charakter einer echten US Army Band hat. Ihr seid ja jetzt auch zweimal gefahren. Ja. Ihr seid aber auch früher schon hier gewesen, als die Attraktion noch neu war, wie ich weiß. Ja, auch wie ist das jetzt, wenn man nach vielen Jahren mal wieder so richtig viele von den alten Effekten endlich wieder sieht? Das ist schön, weil man immer natürlich auch, man weiß ja nicht immer, was der Park macht. Man hat natürlich auch die Angst, werden sie es überhaupt so stehen lassen oder wird es vielleicht doch irgendwann weichen müssen. Und deswegen waren wir eigentlich ganz zufrieden, als es dann wirklich hieß, dass Area 51, also dass mein Mutterdreieck wieder als Area 51 eröffnet wird und wir dann auch beteiligt sein dürfen. Das war schon schön und es ist auch toll, die Anlage so wieder zu sehen, dass wirklich vieles auch geblieben ist und man es aus Warner-Zeiten kennt. Ich finde, das ist gerade bei alten Attraktionen immer wieder schön, wenn man jetzt nicht komplett was ganz Neues macht und man es gar nicht wiedererkennt. Es ist ja damals ein Super Ride gewesen, es ist jetzt wieder ein Super Ride und wir sind zufrieden, dass es so jetzt wieder eröffnen kann. Das ausgetauscht, das kommt mal so an. Klar, die Nostalgiker, das war auch hier, haben wir drauf geguckt, dass wir noch originalen Sounds drin haben. Man am Server hat geguckt, was ist noch da an dem Bestand vom Alten und dann haben wir gesagt, wir tauschen nicht die Aliens einfach aus und machen da komplett neue Aliens und dann wirklich, dass das die Nostalgie nicht ganz flöten geht, weil so ein Oldtimer, wie das halt doch allen ist, ist schade, wenn man es dann komplett irgendwie umkrempelt und so bleibt das doch die alte Seele dabei ein bisschen erhalten. Wir haben auch ein paar Easter Eggs von Bruder-Dreck, die sind richtig schwer. Wir haben mehrere, also man muss öfters fahren, es gibt Easter Eggs. Muss man wenn man die alle herausfindet. Das war jetzt eine Herausforderung an unsere Zuschauer, da müsst ihr, glaube ich, sehr oft fahren. Ja. Leute, ihr habt gehört, ihr müsst also des Öfteren hier nochmal fahren. Ich empfehle dafür die Herbstmonate, während die alle Halloween feiern, dann ist hier... Wenn es kalt ist, macht Wildwasser. Ja, genau. Macht und die ist auch fast gar nicht mehr so nass wie früher. Ich glaube, die ist auch... Kollege, das ist relativ. Ich bin wieder trocken, sowas. So. We love to coastertain you! So, liebe Freunde, ich begrüße euch erstmal hier aus Movie Park Germany. Wir haben heute die Presse-Preview von Area 51 gefeiert. Und ich kann von meiner Seite aus schon mal sagen, alle, die jetzt Angst haben, dass was Neues gekommen ist, es ist nichts Neues gekommen, aber es ist richtig genial geworden. Es gibt ordentliche Musik von Imascore natürlich. Die Effekte funktionieren alle, sind sogar noch zugekommen. Und ich glaube, alles in allem haben wir seit 20 Jahren so eine geile Fahrt nicht mehr gehabt, wie wir es heute hatten hier. Es war richtig klasse. Jetzt habe ich für euch Thorsten Backhaus wieder dabei, Geschäftsführer von Movie Park Germany. Und ihr kennt uns beiden ja mittlerweile. Ich bin lange atmig, sagst du. Nee, alles gut. Ich sitze im Schatten, ist gut. Ja, ich nicht. Ich habe mir den besten Platz ausgesucht. So. Ne, und jetzt wollen wir natürlich Thorsten noch ein paar Fragen stellen dazu, wie es zu der ganzen Sache gekommen ist. Erstmal hallo Thorsten, wie geht's dir? Gut. Sonnenschein, alles bestens gelaufen. Wie war die Öffnung für dich? Ja, wirklich fantastisch, muss man sagen. Also alles mitgespielt, Feedback ist gut, das ist natürlich für uns auch immer wichtig, dass wir auch positive Resonanz bekommen. Ich habe daran gearbeitet, hat lange gedauert, aber ist, glaube ich, der richtige Weg gewesen. Und, ich glaube, das Endprodukt stimmt und sehr, sehr positiv. Ich war auch sehr positiv begeistert. Wie lange hat für euch jetzt die Entwicklung für diesen Umbau und zu dem Umbau? Wenn man im
ja, Ende der Saison 2018, Anfang Winterpause, haben wir nochmal drüber nachgedacht, was wir hier machen können, thematisch. Und dann haben wir relativ schnell eine Entscheidung getroffen Richtung Area 51. Und ja, dann ging es auch schon los. Was muss man denn tun? Status der Effekte, was funktioniert nicht. Fachfirmen organisieren, die uns da unterstützen können, das wieder alles herzustellen. Ist halt ein Oldtimer und den muss man ein bisschen hegen und pflegen. Und jetzt, glaube ich, haben wir da einiges ja, möglich gemacht, sodass Area 51, glaube ich, besser zum Vorschein kommt, als es vielleicht jemals sogar war. Stand für euch der Abriss jemals zur Debatte? Ja. Echt? Man muss alles diskutieren, in alle Richtungen. Und letztendlich muss man nachher abwägen, was macht es oder nicht. Aber ich denke, wir haben mit Excalibur und jetzt auch mit Bermuda jetzt Area 51 einen Weg gefunden, wo wir sagen, einfach die Leute, die jetzt schon als Kinder groß geworden sind oder als Teenager, so ein bisschen, ich will nicht sagen nostalgischen Faktor, aber es gab das Jubel des Parks. Und es wäre, glaube ich, schade gewesen, letztendlich, wenn hier was anderes entstanden wäre. Und es hat sich gelohnt, jetzt einfach die Zeit zu investieren, das Geld zu investieren, eine rundum tolle Geschichte, und deshalb bin ich froh, dass wir uns letztendlich gegen Abriss entschieden haben. Also Freunde, ne, ist auch gar kein Problem. Moviepark-Tickets kriegt ihr ab 29,50 online bestellen. Und der Weg hierhin lohnt sich auf jeden Fall. Area 51, super genial geworden wieder. Und Halloween, eine Neuheit. Er hat noch nicht verraten, was, aber wir werden es noch rausfinden irgendwann. Und wir sehen uns Halloween auf jeden Fall wieder, oder? Das tun wir, auf jeden Fall. Danke. Ich danke dir. Danke. Bis dahin. Tschüss. Ciao.